Nach dem Vorfall im Gefängnis ist der alte Mann Ruffy gegenüber sehr, sehr dankbar. Ruffy sagt, ach komm, war doch nix, und gibt ihm ein paar Essensmarken. Plötzlich taucht Raizo auf. Raizo sagt, er hätte die Schlüssel für die Seesteinhandschellen gefunden, aber die Wachen würden diese schwer bewachen. In einer Box, welche komplett aus Seestein gemacht ist. Er möchte sich was überlegen und verschwindet wieder. Hier stellt sich mir die Frage, Ninjutsu oder Teufelsfrucht? Karibu taucht auf und sagt, wenn er auch ein paar Essensmarken bekommen würde, würde er Ruffys Untergebener sein. Dazu fragt er noch, ob Kid und Ruffy ausbrechen wollen und ob sie ihn mitnehmen würden. Ruffy sagt, nee, fragt doch Kid nach Essensmarken. Karibu sagt daraufhin, dass es Gerüchte gebe, dass Kid gar nicht so stark sei, wie er tut. Er habe wohl Big Mom herausgefordert und dabei seinen Arm verloren. Das ist ja schon mal gar nicht so abwegig, denn wie wir wissen, hat Big Mom ja ihr komisches kleines Rädchen, wo sie dreht. Und mit viel Pech verlierst du deinen Arm, deinen Kopf oder noch mehr. Kid wirft eine Sense nach Karibu und beschimpft ihn als Lügner. Er habe zwar einen Sweet General bekämpft, aber nicht direkt Big Mom. Aber er hat etwas genommen, was Big Mom nicht gehört. Ey, was könnte das sein? Und woher weiß ein Kid davon? Komisch. Auf jeden Fall sagt er auch, dass er seinen Arm gegen die Shanks-Piraten verloren hat und jetzt wolle er Kaido besiegen. Wow. Ich meine, wir wissen ja, dass er eine Allianz gründen wollte mit Basil Hawkins und auch mit Apu, um eben die Shanks-Piraten zu bekämpfen. Aber dass er vielleicht vorher schon gegen die angetreten ist und dabei seinen Arm gleich verloren hat? Come on, Shanks ist doch nicht so krass drauf, oder? Das ist wirklich, wirklich, wirklich seltsam. Vor allem hat er dann direkt gegen Shanks gekämpft oder nur gegen einen von den anderen. Naja, daraufhin wirft Ruffy ein, dass er derjenige sein werde, der Kaido besiegt. Die Szene wechselt auf einmal zur Hauptstadt. Kumarasaki ist wirklich extrem geil. Also wirklich geil. Mit High Heels. Sanji bekommt mal wieder seine herzförmigen Augen. Plötzlich tauchen drei alte Männer auf und sagen, sie wollen Kumarasaki töten. Aber sie werden kurzum von ihren Wachen besiegt. Die alten Männer waren in Kumarasaki verliebt. Diese jammert plötzlich, dass sie wohl für immer hier bleiben muss. Alle drei alten Männer wollten Kumarasaki haben und verkauften ihr ganzes Hab und Gut und wurden sehr, sehr arm. Sie dachten, Kumarasaki würde dann glücklich mit ihnen zusammenleben. Aber es waren alles Lügen und Kumarasaki ist nicht alleine. Sie hat einen Partner und zwar Kiyoshiro, dieser Handlanger da von dem Shogun. Der, wo er immer so, gluck, 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 so viel getrunken hat und sich, glaube ich, um die Bankgeschäfte oder sowas, ums Geld kümmert vom Shogun. Und der, wo auch gesagt hat, dass der Shogun ein ziemlicher Idiot sei. Wegen diesen ganzen Ammenmärchen mit den neuen Schatten, die irgendwann auftauchen werden und den Shogun töten werden. Hey, also sind die jetzt offiziell ein Paar oder machen die einfach nur Geschäfte miteinander und rauben halt andere Leute aus? Das könnte noch wirklich, wirklich interessant werden. Die Szene wechselt dann nach Amigasa. Otama fragt Momonosuke, welcher gerade den Schwertkampf übt, ob er wirklich eine kleine Schwester hätte und ob diese noch am Leben sei. Momonosuke sagt, dass Hiyori nun 26 Jahre alt sein müsste und sie sicher am Leben ist, denn er hörte Gerüchte, dass zwar seine Mutter tot ist, aber nie irgendwas davon, dass seine Schwester ebenfalls tot ist. Otama sagt, ach, das wäre doch schön, wenn ihr euch wieder trefft. Momonosuke sagt einfach nur, ja, wäre schon schön, aber am besten nicht jetzt, denn sonst wäre Hiyori in Gefahr. Erst müsse er Kaido besiegen. Und hier könnte es ganz interessant werden. Und zwar habe ich ja schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Kumarasaki Hiyori ist. Ich meine, es ist ein bisschen komisch, dass sie mit diesem Kiyoshiro zusammenarbeitet, aber vielleicht ist das Ganze auch einfach nur wirklich ein riesen Komplott. Auf jeden Fall interessant könnte es werden im Manga, und zwar wie das Ganze aufgebaut ist. Und zwar, wenn wir zum Beispiel in einem Panel Kumarasaki sehen und plötzlich switcht die Szene im nächsten Panel nach Amigasa und man hört den Namen Hiyori in diesem Panel, kann man erzählerisch schon davon ausgehen, dass uns Oda damit einen kleinen Hinweis geben wollte. Wir sehen Kumarasaki und hören als nächstes den Namen Hiyori, dass die wirklich ein und dieselbe Person sind. Also da müssen wir mal bis morgen abwarten, wie es im Manga dann eben letzten Endes aussieht. Ob das Ganze wirklich so von Panel zu Panel direkt switcht,
Falls ja, ist es eigentlich schon so gut wie bestätigt, dass Komurasaki wirklich Hiyori ist. Was haltet ihr von diesen Spoilern? Schreibt eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einmal auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich hoffe, wir sehen uns auch dann morgen beim Spoiler-Review wieder, beziehungsweise beim Kapitel-Review wieder. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß, eine wunderschöne Nacht, denn jetzt ist es doch auch schon wieder recht spät. Und haut rein. Ciao.